Die größten Einflussfaktoren für den Forex-Markt sind die Handlungen der Fed und die Ölpreise. James Hayecik, FX Empire. James, der Luni wurde von dem NFP-Bericht aus den USA am letzten Freitag stark beeinflusst. Haben diese positiven Daten Ihre kurzfristige Prognose für das Währungspaar Dollar-Luni beeinflusst? Ja, ich glaube, dass der US-NFP-Bericht ziemlich robust war und die Fed zurück auf den Zinserhöhungskurs brachte. Ich rechne mit mindestens einer Zinserhöhung in diesem Jahr. Dies verlieh einen Schub dem US-Dollar, während die Bank von Kanada anscheinend keine Absicht hat, die Zinsen zu ändern. Dies wird die Anlegergelder in Richtung des US-Dollars schieben, was das Währungspaar im Laufe des Monats in die Höhe treiben sollte. Kürzlich stand der Brexit im Mittelpunkt des weltweiten Interesses und der Dollar hat die Einwirkung dieser Entscheidung deutlich gespürt. Berücksichtigt Ihre 3-Monats-Prognose mögliche Brexit-Konsequenzen? Die Auswirkungen des Brexits werden noch lange andauern. Dies könnte die Nachfrage nach Rohöl in Europa mindern und insbesondere die Eurozone in eine Rezession stürzen. Infolgedessen wird der Ölpreis auf rund 40 Dollar pro Barrel oder noch niedriger fallen, was die kanadische Wirtschaft beeinträchtigen wird. So sehe ich die möglichen Brexit-Auswirkungen. Aber jetzt herrscht auf dem kanadischen Markt eine Flitterwochenstimmung. Die Händler haben sich nach der Volatilität vom vorigen Monat etwas entspannt. Aber wenn das Szenario sich verwirklicht, wird der Ölpreis einbrechen und die kanadische Wirtschaft unmittelbar treffen. Von der Bank von Kanada wird keine Zinsänderung im Juli erwartet. Der Leitzins dürfte auf dem Niveau von 0,5% belassen werden. Stimmen Sie dem zu? Wie beeinflusst das Ihre langfristige Prognose? Ich denke, die Bank von Kanada wird die Zinsen unverändert belassen. Nichts hat sich seit dem Mai-Bericht geändert, was den Anstieg des Währungspaares US-Dollar-Kanadischer Dollar abbrechen sollte. Ich glaube, dass die Bank von Kanada sagen wird, sie erwarte eine Wirtschaftserholung. Ich glaube, dass der Devisenmarkt vor allem darauf reagieren wird, was die Fed macht und wie sich der Ölpreis verhält. Ich glaube, die Bank von Kanada wird sich in die Marktangelegenheiten nicht einmischen, höchstens den Kurs in einem Zielkorridor zu halten versuchen. Und die Händler werden sich an der Fed und an der Ölpreisentwicklung orientieren. James, danke, dass Sie sich Zeit für diese Sendung genommen haben. Das war die Devisenprognose für das Paar US-Dollar-Kanadischer Dollar. Bleiben Sie mit Dokaskope TV. Auf Wiedersehen.